Und Schaufelkopf. Haben wir auch. Sehr schön. So, die Frage ist jetzt eigentlich, ob wir genug Eisen haben für mein Vorhaben. Wir haben hier irgendwo einen Eisenbarren gehabt. Da haben wir auch noch was zum Einschmelzen. Das ist sehr schön. Oh, 4 Eisenbarren ist ja ein Traum. So, und kann das hier mal eben schnell verbraten werden? Jetzt ist mein Inventar eigentlich schon wieder voll und wir haben noch nicht ansatzweise das gemacht, was ich machen will. Ne? Ist Hammer. Aber man will auch vorbereitet sein, so ein bisschen, ne? Und dann kommst du von 100. ins 1000. und dann hast du immer noch nichts erreicht. Schön. So, bin ich mal gespannt, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein. Funktioniert das denn mit Stein? Das würde gehen, okay. Das heißt, dafür bräuchte ich dann halt erst richtige Gussformen. Dann übertreiben wir jetzt einfach mal mit Stein. Warum? Weil ich es kann. Ganz einfach. Jeder wird sich jetzt im Kopf fassen und denkt so, nein, warum denn? Warum? Und davon brauchen wir mindestens 3 Stück. 1, 2, 3. Habe ich noch irgendwas vergessen eigentlich hier von den ganzen Gedöns? Diese komischen Dinger hier. 2 Stück. Diese sind das, ne? Robuste Griffschablone. Habe ich die nicht schon? Ich habe die schon. Okay. Ach, das hätte ich auch da drin lassen können, ne? So, dann kann ich ja von hier aus drauf zugreifen. So, habe ich einmal hier sowas und auch ein Nebenprodukt. Das Nebenprodukt ist mir relativ egal. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. So, dann machen wir mal ganz kurz hier. Einmal so einen fetten Steinhammer. Okay, so viel dazu. So viel zum Thema. Ja, das funktioniert super. Hätte ich das Holz machen müssen? Das kann natürlich sein. Warte mal. Jetzt haben wir Werkzeuggriff und wir kriegen einen Stock zurück. Wuppdidu. Probieren wir es mal so. Man muss ja irgendwie lernen. Ne? So ein bisschen. Nö, auch nicht. Gut, dann ist der Plan verworfen. Wir machen das anders. Leider. Weil, so geht es ja nicht. Das geht ja nicht. Muss das wahrscheinlich tatsächlich irgendwie aus Eisen sein oder so. Oder das hier muss dann irgendwie aus einem anderen Material sein. Das sind Dinge, wo ich mich nicht drüber informiert habe. Aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts. Gut, dann machen wir aber trotzdem hier total Unordnung rein und ich werde das nicht wiederfinden. Wir brauchen immer noch unser Rückfahrtticket. Das machen wir, indem wir hier wieder eine Seite reinpacken. Hier auch die Tinte reinpacken. Dann haben wir wieder so eine Verbindungsseite. Diese Verbindungsseite brauchen wir gleich. Wir machen da draus einmal ein Buch. Ein nicht verbundenes Verbindungsbuch. Dieses nicht verbundene Verbindungsbuch machen wir einfach mal mit Rechtsklick hier irgendwo hin. Das ist dann quasi unser Teleportpunkt halt hier, ne, diesen Block. Hier kommen wir hin, wenn wir halt irgendwann mal wiederkommen. Ich werde dazu jetzt einen Buchständer auch aufstellen, beziehungsweise 2 herstellen. Wir haben doch hier noch irgendwo Sticks. So. Ich mach mal 2 davon. Und dann können wir auch einen Buchstein in einer anderen Dimension aufstellen, weil sonst hat das eventuell noch negative Folgen. Da muss ja nicht sein. So, jo. Das kommt erstmal rein. Das ist das Verbindungsbuch. Das ist das Blubbuch. Okay. Dann brauchen wir auf alle Fälle noch Fackeln.
Sonst wird das eine kurze Reise. Ins dunkle Nichts. Weil ich ja auch nicht weiß, was mich in der anderen Welt erwarten wird. Na, das ist ja immer problematisch. Kohle müsste ich aber mindestens hier Holzkohle oder sowas haben. Bitte warten. Jo, Holzkohle haben wir. Wenn wir irgendwas haben, dann haben wir Holzkohle. Okay. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Wir stellen her jede Menge Fackeln. Was brauchen wir noch so auf so einer Tour? Außer halt vollständigem Werkzeug. Das wäre an sich nicht verkehrt, aber ja, wer weiß, wie lange wir dort bleiben. Wer weiß überhaupt, was das für eine Welt wird. Ja? Ich habe keine Ahnung. Erde nehmen wir mit. Ein Wassereimer wäre an sich nicht verkehrt. Wo habe ich den jetzt mal einmal hingepackt? Da. Wir müssen sowieso nochmal schlafen. Gleich geht's los. Gleich geht's in eine andere Welt. Auf in ferne Welten. So, Wassereimer nochmal schnell bestücken hier. Bitte warten. So. Einfach nur, falls wir irgendwie mitten in Lava treffen oder sowas. Ja? Beziehungsweise halt der Spawnpunkt, der ist einigermaßen safe. Aber alles andere nicht so. So, wir haben einen Buchständer. Da packen wir jetzt schon mal das Blutbuch drauf. Das Ticket woanders hin. So. Lass kurz checken. Wir haben unser Rückfahrticket. Wir haben einen Buchständer. Wir haben was zu essen. Ja. Wir sind vorbereitet so ein bisschen. Dann lass doch mal schauen, wohin die Reise gehen wird. Wir klicken hier in das schwarze Feld einfach mal rechts und es wird eine komplett verworfene Welt erstellt. Ich habe keine Ahnung, was daraus wird. Wir gucken einfach mal. Es kann nur super werden. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Da kann alles möglich passieren. Abgesehen davon, dass wir jetzt erstmal in, keine Ahnung, in die Tiefe fallen und erstmal die Welt generiert wird. Das dauert jetzt einen Moment. Bitte warten. Aha. Aha. Ich hab keine Ahnung. Hier, du dann. Erstmal, super. Maximale Bauhöhe beträgt 256. Ja, toll. Okay, das fängt ja schon gut an. So. Ja, also wie gesagt, es kann halt alles passieren. Und das hier ist ein Fall von alles. So, wir packen einfach mal unser Rückfahrticket hier hin. So. Ja, und wenn ich jetzt hier hinklicke, dann kommen wir halt gleich wieder zurück. Und sind halt wieder zu Hause. Also alles ist safe. Ja, uns geht es gut. So ein bisschen. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Welt an. Ne, die ist einmal vollgepackt bis oben hin mit Schrott. Ja, einfach mal weilen. Und es gibt unendliche Tiefen. Wow. Also ja, wenn ich Sand farmen will, dann bin ich hier richtig. Das ist super. Was ist denn das da? Was bist du denn? Kristall. Wozu brauche ich denn Kristall? Warte mal. Kristall. Ja. Nicht, dass es hier ein seltenes Material ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist anscheinend einfach nur ein Baublock oder so. Ich weiß es nicht. Kann ich daraus irgendwie noch was anderes herstellen oder so? Nö. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Ja? Wozu auch immer. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich irgendwas habe, dann jede Menge. Keine Ahnung. So. Sieht auf jeden Fall toll aus. Ob es toll ist, ist so eine andere Geschichte. Darf halt jetzt nur meinen Spawnpunkt nicht verlieren. Müssen wir uns halt so ein bisschen merken, ist hier in der Nähe von dem ganzen Sandgedöns. Ja, aber sonst sieht die Welt jetzt nicht so prickelnd aus. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es hier unten sehr viel Zeug gibt. Und zum Sandfarmen ist es auch nicht so verkehrt. Ja, da unten. Da unten beginnt da halt Steinlevel. Aber ist halt wirklich bis Höhe 256 voll mit Sand. Ja, ist ein bisschen wie arabische Wüste und hast du nicht gesehen.
Kristalle hier sind auch so, ne? Ja. Sind halt jetzt da. Ob die jetzt wirklich gut sind, ist nur eine andere Geschichte. Was wir natürlich machen können, ist halt noch eine weitere Welt generieren. Nur bräuchten wir halt dafür auch noch ein weiteres Rückfahrticket. Weil sonst ist halt schlecht. Okay. Einfach mal hier hin. Wieder zurück. Weil sonst, ne, ich habe jetzt nicht vor, Sand zu farmen. Sand sollten wir eigentlich haben. Aber für den Fall eines Falles, dann haben wir auf jeden Fall Sand. Gut, das heißt, wir brauchen so oder so nochmal Leder. Sonst wird das halt ein bisschen schlecht. So, das heißt, wenn wir Leder brauchen, brauchen wir Zombiefleisch. Oder haben wir noch eine andere Möglichkeit? Nee, ne? Leder. Fledermausflügel, aha. Koboldleder, aha. Aus Hide, aus Fell. Okay. Kaninchenfell. Na gut, okay. Weiß ich Bescheid. Also das wäre halt eine Welt, die man begehen könnte. Hey, da haben wir einen Zombie, hey. Ist ja toll, dass du hier bist. Und er hat ein Hirn gedroppt, ist ja toll. Hey, da haben wir noch einen Zombie, hey. Hey, er hat Gammelfleisch. Hoffen wir jetzt hier ein bisschen durch die Gegend, hoffen, dass wir hier ein paar Zombies finden. Weil ich würde tatsächlich einfach nochmal eine Welt ausprobieren. Die Welt war jetzt ein bisschen enttäuschend, aber es gibt bestimmt auch noch Besseres. Hoffe ich. Rede ich mir ein. Ich habe keine Ahnung. Na, und Tiere töten? Komm nicht in Frage. Das geht doch nicht. Nun sollte halt die nächste Welt halt auch eher so mehr sein, dann werden wir selbst halt einfach hier in der Welt aufsuchen gehen. Wir haben ja schon so ein bisschen neu generiertes Land entdeckt. Da könnte man dann theoretisch nochmal was machen. So, die Kristalle. Gibt's echt nichts so draus? Kristall. Kann auch so ein Buchfach herstellen. Aber das ist auch eher mehr. Wozu denn ein Buchfach aus Kristall? Ich habe keine Ahnung. So, unsere Query hier, die läuft und läuft und läuft und läuft. Wird jetzt in der kurzen Zeit hier auch schon wieder einiges weggemacht. Und wie gesagt, man kann das wirklich so extrem in die Höhe treiben, das ist wow. Na, einfach nur durch ein paar weitere Solarzellen, die wir da hinten schon angebracht haben. Das Ding rattert da einfach nur durch. Ne? Das ist schon was Feines. Gut, da müssen wir echt auf die Nacht warten. Einfach nur, damit wir ein bisschen auf Zombiejagd gehen können. Das ist ja schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Was ich nochmal gucken könnte. Wir haben doch jetzt hier unsere Tinker-Gedöns-Dingens. Man kann die jetzt auch nochmal reparieren. Ich meine, dafür verwende ich jetzt hier, ne, die wertvollen Diamanten. Aber es sind auch wertvolle Spitzhacken. Und noch viel schlimmer ist, wir können das dann halt auch noch verbessern mit, ne, Lapis bzw. Redstone, um das halt noch verbessern, noch weiter zu verbessern. Wie viele Diamanten brauche ich denn, um das zu reparieren? Hier? Macht er gar nicht, okay. Funktioniert das mit dieser Spitzhacke wahrscheinlich gar nicht. Okay. Okay. Gut, dann halt nicht. Wieder was dazugelernt. Okay, machen wir das da weg, machen wir das da weg. Kannst du denn, macht das überhaupt Sinn? Nö, okay. Hätte sein können, dass es irgendwie so weit aus Diamanten herstellbar ist, aber nö. Ne, sowieso gibt es hier noch, keine Ahnung, was alles zu tun. Dafür brauchen wir halt noch jede Menge von diesen Seared Bricks, um halt eine Schmiede herzustellen. Ich glaube, das können wir mal so in der Nebenzeit jetzt hier machen, bevor es dunkel wird. Wir haben die Materialien hier irgendwo liegen. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Da haben wir Kies. Sand haben wir auf alle Fälle. So ein bisschen. Da haben wir Ton. Ich meine, es reicht hinten und vorne nicht, ne? Aber
Es geht in die richtige Richtung.